Ah, ich sehe schon den Daumen. Irgendwie macht mir das Zeichen Mut. Okay. Ja. Ich mach mal hier kurz. Genau. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Sollen wir noch ein bisschen spiralen? Ah, die Leute können auch das Video selber einstellen. Und wir können sagen, ob sie es mal kurz Okay. einstellen und dann wieder ausschalten. Gut. Ihr werdet gleich sehen, warum es jetzt für mich momentan so wichtig ist, euch doch ein bisschen zum Sehen, ja. Für diese Flugtechnik-Geschichte auch. Deshalb wäre es für mich ganz gut, wenn ich da ab und zu mal euch ein bisschen sehen kann, so wie wir auch immer wieder in den Chat reinschauen und da ein bisschen mitlesen. Es sind viele, viele mega geile Fragen, die da auftauchen, zu den Rettungsschirmen auch. Wahnsinn. Auch über Mail kommen immer wieder Fragen rein. Da können wir noch ein bisschen arbeiten, da können wir noch ein bisschen dranbleiben, da können wir noch ein bisschen diskutieren. Ja. Was ich vorher noch so überflogen habe, das liegt mir auch sehr am Herzen. Das kommt mir jetzt so ganz spontan, bevor die Kurdelader auch gleich was sagt. Diese Geschichte mit dem, wie wirkt es auf den Körper, wie wirkt es aufs Herz? Manche haben Herz-OPs, haben Zucker, sind einfach körperlich eingeschränkt, sind schon ein bisschen älter und so weiter und so fort. Da werden wir auch noch intensiver drauf eingehen dann in diesem dritten Teil. Also wir lassen euch da nicht hängen. Wir lassen keine Frage hängen, wir lassen keine Frage zurück, wir greifen die noch auf, bleibt einfach am Ball. Cordula, ja. Jetzt nur noch mal zum Verständnis für alle. Ich tue den Video abbrechen oder abschalten, einfach weil dann die Übertragung besser ist. Also bitte, geh jetzt wieder raus mit euren Videos, weil dann ist die Übertragung wesentlich besser und alle verstehen es besser, was erklärt wird. Gut, Stefan, du wolltest anfangen, gell? Genau, ich fange an, weil ich bin in der Flugschule, ich habe auch einen Simulator hier und genau, werde jetzt einfach mal so einen Exkurs machen in allein einfach rein die Technik, ja, wie kann man optimal und wie kann man gut eine Spirale einleiten, wie mache ich es, ja. Sicherlich wird da immer wieder was Ergänzendes kommen von euch anderen, von Simon und von Ecki. Ganz wichtig ist, natürlich wieder, ja, dass ich mich da hier drüber gesprochen haben wir schon eben, mich kompakt mache, das Flugzeug nehme und ein wirklicher Segen ist der halbe Schlag. Wenn ihr das noch nicht kennt, ja, der halbe Schlag ist eine Steuerschlaufverkürzung, wo ich den Griff, ja, den Griffsteg hier in der Hand halte. Der Daumen schaut weiterhin raus und ich eine Wicklung auf meine Hand lege. Auf beiden Seiten, rechts wie innen. Also rechts wie links, innen wie außen. Und das ist super, super wichtig, finde ich. Weil somit kürze ich mir den Nährweg weg. Die meisten Schirme von euch, die ihr fliegt, die haben ja in etwa, würde ich sagen, zwischen 5 und 15 cm Nährweg. Und durch diesen halben Schlag, die Steuerschlaufverkürzung, kürze ich mir den Nährweg weg und bin immer direkt an der Bremse dran. Das heißt, wenn ich hier ziehe, ziehe ich nicht erst den Nährweg weg, sondern wenn ich hier ziehe, hat es sofort einen Effekt auf den Schirm. Ja, und hat sofort eine Wirkung. Das heißt, Wiederholung, ja, rechts und links auf beiden Seiten, innen wie außen, den halben Schlag machen. Körperspannung, Füße unter Sitzen, Bett nehmen und dann Körpergewicht auf der Innenseite legen und die Außenbremse freigeben. Ja, Blick geht auch wieder nach innen. Ja, ich spirale jetzt auf meine linke Seite. Innenbremse ziehen. Körperspannung weiter behalten. Und irgendwann werde ich jetzt, das ist irgendwann, jetzt wird es relativ schnell, wird es in die Drehung gehen, wird es in die Rotation gehen. Und das ist der erste Teil, das ist im Prinzip die Einleitung von der Spirale. Und häufig hört man im Sicherheitstraining, dass man, ja, wie leitet man die Spirale ein? Ganz einfach, ja,
Körpergewicht, Innenbremse. Noch viel, viel, viel wichtiger ist aber nicht nur die Innenbremse, sondern dass vor allem die Hand, meine rechte Hand, die Außenbremse, den Schirm fliegen lässt. Das heißt, die Bremse nach oben geht. Für die Einleitung. Wenn ihr dann merkt, oh, jetzt wird es schnell, jetzt nimmt die Gehbelastung zu, jetzt ja, gehe ich in so eine Abwärtsbewegung. Ich habe auch so ein tolles Modell da. Also jetzt komme ich von einem Geradeausflug in die Kurve und ich merke, ah, jetzt fängt er an, loszuspiralen. Jetzt, wenn es schnell wird, immer dann kommt der Drehzahlbegrenzer mit ins Spiel und das ist diese Hand, ja, meine rechte Hand, die Außenbremse. Die Außenbremse, die lässt das System jetzt nicht schneller werden, beziehungsweise bremst das Ganze sogar ab. Ja, wenn ich hier außen drauf gehe, mache ich es langsamer, kontrolliere das Ganze und bestimme im Prinzip die Geschwindigkeit von der Spirale. Nochmal, ja, Körpergewicht, Außenbremse freigeben, Innenbremse ziehen. Okay, es wird schnell, es wird schnell. Jetzt kommt die Außenbremse mit dazu. Und unter Umständen, ja, nehme ich die Innenbremse vielleicht sogar wieder ein Stück höher, ja, und kontrolliere so die Spirale. Mach so die Spirale zu meiner, ja, bringt die Spirale zu meiner gewünschten Sinkgeschwindigkeit, zu meiner gewünschten Gehbelastung, so wie ich es eben im Vertrag. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die Spirale, es ist kein statisches Manöver, es ist kein, ich gehe in die Spirale rein, fliege die Spirale und dann zieht wieder aus, sondern die Spirale ist immer dynamisch, das ist immer im Fluss, das ist immer eine Bewegung. Ja? Also für die Einleitung außen dazugehen. Und dann ist es immer wieder, oh, jetzt wird es mir aber zu schnell, was mache ich? Außen dazu bremsen, ja, vielleicht innen ein bisschen freigeben, Körpergewicht ja, leicht innen oder neutral lassen. Oh, jetzt leitet es aber schon wieder aus, oder jetzt wird es schon wieder zu langsam. Das ist die gleiche Frage, wie wir vorhin ja auch schon hatten. Ah, ich möchte aber nicht ausleiten. Okay, ich gehe wieder rein. Ah, jetzt wird es mir wieder zu schnell, ich gehe wieder außen dazu. Ja. Und so ist das Ganze immer in Bewegung. Die Innenbremse, die Außenbremse, das Körper. Ja. Und das muss nicht nacheinander sein, das kann gleichzeitig sein, das kann, ja, das ist alles immer, immer in Bewegung. Für die Ausleitung gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter. Eigentlich mache ich nichts anderes, wie ich jetzt gerade auch in der Spirale gemacht habe. Ich spiele das Spiel einfach weiter, indem ich den Schirm langsamer mache, immer langsamer mache mit den Werkzeugen, die ich habe. Ja, Außenbremse, Innenbremse freigeben, Körpergewicht. Und leite so nach und nach die Spirale aus. Ich finde, ein super Vergleich bei der Spirale ist auch, dass das Ganze ein Spiel ist. Ja, die Spirale ist ein Spiel, das ich spiele, indem ich ihn schnell mache, langsam mache, immer aktiv bleibe. Und ich würde jetzt einfach mal genauer das Wort an den Simon weitergeben und ich bleibe hier mal hocken und wenn er was dazu sagt, dann werde ich das gleich so simultan dazu mitmachen. Genau, da genau zu dem, was der Stefan jetzt gerade erwähnt hat, dass man das aktiv macht, dass man agiert, ja, was macht der Schirm, wieder langsamer, wieder zu schnell und ich dann eben als Pilot darauf reagiere mit meinen Steuerimpulsen und eben nicht eine Haltung einnehme und schaue, was passiert, sondern dass ich das wirklich aktiv steuere. Und die Bewegungen sind natürlich am Anfang sehr grob, also wenn ich Spiralen lerne, dann ziehe ich vielleicht außen zu viel, ach Mist, jetzt hört er wieder auf zu spiralen oder ich gebe zu viel frei außen, er wird wieder zu schnell. Also am Anfang ist es natürlich noch sehr grob, aber je mehr ich dann übe, je routinierter ich werde, desto feiner werden die Bewegungen. Und wenn man zum Beispiel auch wieder Videos von Profis anschaut, dann meint man eigentlich, die leiten die Spirale ein und bewegen sich überhaupt nicht. Aber die machen trotzdem ganz leichte Korrekturen, auch über den Körper, über die Hüfte unten, was man natürlich auf den Videos meistens nicht sieht. Und die sind viel, viel geringer, als wie es der Stefan jetzt gerade zeigt, weil wenn er es so zeigen würde, wie es dann in der Realität bei einem routinierten Spiraler ist, dann würde man wahrscheinlich gar nichts sehen eben. Also das ist ein Prozess und es pendelt sich dann irgendwann mal ein und man findet dann auch einen konstanten Sinkwert und das Ganze eben durch minimale Korrekturen.
trotzdem, ja, am Anfang eben, gerade beim Ausleiten, ruhig mal ein bisschen mehr die Außenbremse ziehen, das Ganze ein bisschen von der Dosierung her gröber machen. Stefan auch bei der Einleitung eben erwähnt, lieber dann auch mal, wenn man eben schon spiralen kann, in die Spirale hinein, weil das Ganze bestimmt mit einem Impuls, ja, sagen dem Schirm, er soll in die Spirale gehen und erst später werden es dann immer, immer feinere Bewegungen. Wenn ich da jetzt reingrätschen darf, ich würde das gern mal machen, so wie wir es ja auch im Sicherheitstraining machen, mit den Leuten anleiten, dass ihr einfach euch mal so gerade hinsetzt und wenn ihr daheim seid, auf den Stuhl setzt, ein bisschen weiter nach vorne oder auf dem Sofa, solltet ihr im Bett liegen. Wäre super, wenn ihr jetzt aufsteht und auf die Bettkante geht. Und bevor wir da diese Übungen machen, möchte ich nochmal ein bisschen weiter ausholen, genauso wie wir es auch machen im Sicherheitstraining, wenn wir uns vorbereiten auf die Spirale. Als Wiederholung nochmal, ich habe hier einen Stab. Wenn ich diesen Stab balancieren will, dann geht die Hand unten immer mit. Es gibt hier keine Lehrmeinung, außer die Lehrmeinung, dass meine Hand, wenn sie den Stab balanciert, unter die Spitze muss. Es gibt kein statisches Balancieren. Man kann nicht einfach nur die Hand hinhalten, man kann beim Gleitschirm nicht einfach nur einleiten, spiralen und dann wieder ausleiten, sondern es ist sehr gut beim Stefan rauskommen und auch was der Simon hier nochmal anspricht, es ist ständige Bewegung. Wenn wir nachher die Flugfigur fliegen, werde ich über Funk, ich tue so, als ob ich es über Funk das dann einleite, werde ich sagen, spiele mit den Elementen, spiele mit der Innenbremse, spiele mit dem Körper, spiele mit der Außenbremse. Und es ist eigentlich dann nichts anderes gemeint, als dass ihr mit der Innenbremse zieht, freigebt, ich mache es in Zeitlupe, zieht, freigebt, der Körper geht in die Mitte, er geht wieder nach innen, er geht wieder in die Mitte, die Außenbremse macht auch irgendwelche Spielbewegungen. Und so werdet ihr merken, und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen will, der Simon hat es ein bisschen charmant ausgedrückt, ihr werdet Fehler machen. Und ich glaube, dass in vielen Köpfen die Angst daher kommt, oh, Spirale, das ist mir sowas, das ist sowas Komisches, da habe ich Angst davor, man kann da in die stabile Spirale kommen. Ich glaube, dass dahinter auch steckt, wir haben Angst vor Fehlern. Und da würde ich euch einfach gern sagen wollen, egal was ihr tut bei euren ersten Spiralen, es ist immer super, ihr habt immer ein Mega-Ergebnis, ihr habt immer sofort ein Feedback von der Situation, wo ihr merkt, ah, jetzt habe ich zu viel gemacht oder zu wenig oder zu viel oder zu wenig. Und dieses zu viel und zu wenig, das ist nichts anderes als das eigentliche Lernen, das jetzt passiert. In einem Satz, habt keine Angst, beim Spiralen zu viel oder zu wenig zu machen. Dazu ist ja der Trainingsleiter dann auch beim Sicherheitstraining am Funkgerät, wo euch dann dorthin bringt. Fangen wir an. Ich würde es gerne mal so tun, als ob wir beim Spiraltraining sind in der Luft. Ja, nehmt die Steuerschlaufen in die Hand, so wie ihr fliegt. Und als alles Erstes, wir sind noch nicht auf der Position, wir sind noch nicht dort, wo es losgeht. Die Luft ist ruhig, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ich würde euch einladen, stell dir jetzt vor, du bist in der Luft, hast genügend Höhe. Lass mal einfach alles los. Relax. Setz dich in dein Gurtzeug rein, leg dich vielleicht ein bisschen nach hinten, schau hoch zum Schirm und genieß einfach mal das Fliegen. Einfach nichts tun. Häng los. Meine Lieblingsübung. Ja. Ich habe festgestellt bei den ganzen Sicherheitstrainingen, es ist eigentlich diese Übung, wo, wenn ich da aus der Übung komme und in eine Flugfigur reingehe, dann funktioniert es am besten. Also lasst uns noch ein paar Sekunden häng los, ein bisschen ausschütteln. Ein bisschen atmen, ja, sich ein bisschen, was weiß ich, auf die Schenkel klopfen, auf die Brust, irgendwie so ein bisschen bewegen und vielleicht sich nochmal fragen, das geht am besten übers Gehirn, wie geht's mir denn momentan? Sitze ich so da in meinem Gurtzeug? Sitze ich so da? Sitze ich so da? Habe ich jetzt viel Angst? Habe ich viel Sorge? Freue ich mich auf die Flugfigur? Bin ich aufgeregt? Wie neugierig bin ich? Oh, hoffentlich hört mich der Trainingsleiter oder was weiß ich, was da für Gedanken sind. Und dann möchte ich euch sagen, diese Kombination aus
Erregung. Ich nenne es jetzt bewusst nicht Angst, weil es ist keine Angst. Es ist einfach Erregung, Aufregung, Erregung. Diese Kombination aus diesem Gefühl, aus der Neugier, aus der Lust, jetzt das zu tun, aber nicht genau wissen, was ist da passiert, das ist die Mega-Kombi, um diese Flugfigur zu fliegen. Also legen wir los. Wir gehen in die Steuerschlaufen hinein, machen den halben Schlag, so wie es euch das vorher der Stefan gezeigt hat. Schauen jetzt nochmal, wo wir sind. Ja, schauen nach unten. Im Sicherheitstraining ist immer ganz super, wenn da das Rettungsboot dann unter einem ist bei Nullwind. Ganz ein wichtiger, wunderbarer Punkt ist, wo ist der Landeplatz? Ja, angenommen, bei mir ist der Landeplatz da hinten, unten rechts, schaue ich zum Landeplatz. Ah, jetzt sieht mein Auge, ah super, da ist der Landeplatz, da will ich nachher hin. Habt ihr gleichzeitig noch die Kontrolle über eure Höhe und über den Winkel und ihr habt einfach nochmal ein Maß, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich zum Spiralen? Und dann seht ihr über diesen Winkel, ah super, ich kann es da mal 10, 15 Umdrehungen für mich trainieren. Das mache ich jetzt. Dann bauen wir die Körperspannung auf. Vielleicht hier eine ganz kleine Zwischenübung. Körperspannung heißt ja nicht nur die Beine, die Füße, die Oberschenkel, was weiß ich was, alles anzuspannen, sondern vor allem die Po-Backen. Tut's mal ganz bewusst die Po-Backen anspannen, entspannen, anspannen, Po-Backen, entspannen. Willkommen bei Bauch, Beine, Po. Jawohl. Es ist ein Unterschied, ob die Po-Backen angespannt sind oder nicht. Körperspannung, Po-Backen ist ein extra Punkt. Später, wenn wir in der Spirale sind, werden wir noch die Atmung dazu bringen, brauchen wir jetzt noch nicht. Wo ist der Landeplatz? Wo ist meine Höhe? Körperspannung, Po-Backen. Und jetzt geben wir außen mal den Schirm komplett frei. Damit meine Kommandos besser stimmen, würde ich euch bitten, mal die linke Hand hochzunehmen. Der Körper legt sich jetzt auf rechts, da dürft ihr gerne ein bisschen übertreiben, hinter dem Dreieck vorbei. Und die rechte Hand geht in einer burschikosen Bewegung so weit runter, dass der Daumenballen, wenn ihr am Dreieck entlang nach unten geht, am Karabiner ansteht. Was ich damit meine, wenn ihr euch vorstellt, das sind die Dreiegurte, dann mit dem halben Schlag in der Hand könnte man hier an den Dreiegurten entlang streifen nach unten. Und wenn jetzt der Daumenballen am Karabiner ansteht und alles andere vorher so war, wie wir es gerade eingeleitet haben, dann werdet ihr feststellen, der Schirm ist willig. Er will in die Spirale. Und es wird jetzt etwa nach 180 Grad dieses Gefühl kommen. Ja? Nach etwa 180 Grad kommt dieses Gefühl. Und jetzt bitte, spätestens jetzt, atmen. Und sobald dieses Gefühl kommt, dürft ihr auch schon anfangen zu spielen. Mit der Innenbremse, mit der Außenbremse, mit dem Körper. Einfach mal spielen. Und diese Bewegungen dürfen ruhig grob sein. Dürfen groß sein, grob sein. Und dann werdet ihr merken, ah, das war zu viel. Der Schirm geht raus. Oder der Schirm geht noch schneller rein. Und so merkt ihr dann relativ schnell, welche Bewegung was bewirkt. Wollt ihr dann später aus der Spirale raus, empfehle ich euch genau das Gleiche. Dass ihr wieder über Nachdrücken, unter Nachdrücken verstehe ich Folgendes, das Nachdrücken heißt, Außenbremse freigeben, Körper auf Innen, Innenbremse aktivieren und wieder spielen. Ich übertreibe jetzt meine Bewegungen, mache das mal in Zeitlupe, schaue auch mal dorthin, wo ich hinschauen würde. Und das solltet ihr merken beim Spiralen, es wird langsamer. Jetzt wollt ihr aber nicht raus, sondern wieder rein, dann müsst ihr mehr nachdrücken. Wenn ihr raus wollt, müsst ihr einfach die Außenbremse und die Innenbremse, es ist nicht einfach, Entschuldigung das Wort, müsst ihr dann wieder so dosieren, dass ihr merkt, ah, okay, jetzt wird es langsamer. Und so leiten wir die Spirale im Sicherheitstraining an und
haben da damit eigentlich sehr, sehr gute Erfolge. Wichtig ist nur, dass euer Körper vorher schon diese Bewegungen macht. Legen wir nochmal los. Einmal noch auf die andere Seite. Sitzposition einnehmen, Körperspannung aufbauen, vielleicht die Füße unten so einhängen, auseinanderziehen, da gibt es noch ein bisschen mehr Körperspannung, Pobacken anspannen, der halbe Schlag, diesmal spiralen wir links rum, wir schauen nochmal zum Landeplatz rüber, schauen nochmal auf unsere Höhe, Außenbremse freigeben, Körper geht auf innen, die Innenbremse wird aktiviert und sobald dieses Gefühl kommt, oh, jetzt geht's los, fangt er an, mit den Elementen zu spielen, einfach spielen, spielen und kräftig atmen. An die Pobacken denken, Pobacken anspannen, innen mehr spielen, außen mehr Kontakt drauf, bleib in der Drehung, genieß es. Ja, und mehr ist es nicht. Stefan, jetzt würde ich dich nochmal bitten, dass du das vielleicht im Simulator nochmal machst. Okay, dann leitest du mich an und ich mach's nochmal nach und ich sag, nee, du kannst alleine das Video nicht raus. Ja, aber im Prinzip, dann rede ich was da dazu, ja, oder so, wie ich es anleite. Genau, Körperspannung aufbauen, Füße unter das Sitzbett nehmen, halben Schlag machen, kräftig atmen und ja, bist auf Position, dann bist ein, gibst die Außenbremse, ist in meinem Fall jetzt über die rechte Seite, Außenbremse freigeben, Körpergewicht innen, Innenbremse ziehen und es wird schnell Außenbremse wieder zunehmen, wieder ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, innen vielleicht ein bisschen freigeben. Ah, das war zu viel. Spielen, ja, spielen, wird es wieder schneller haben, Außenbremse wieder mehr freigeben und innen wieder ein bisschen nachziehen. Oh, wieder zu schnell, Außenbremse wieder dazunehmen, ja, innen vielleicht nachgeben, außen mehr dazugeben, oh, wieder zu langsam, ja, wieder zu langsam. Wieder hineingehen, wieder in die Spiraldrehung gehen, außen freigeben, innen weiter nach unten ziehen. Jetzt möchte ich es langsam haben, jetzt möchte ich raus aus der Spirale. Ich mache im Prinzip, wie gesagt, nichts anderes wie gerade eben. Ich gehe außen wieder drauf, bin ein bisschen frei. Oh, es ist zu schnell ausgeleitet, ich gehe nochmal hinein. Ja, jetzt werden die Bewegungen vielleicht sanfter, ja, nicht mehr ganz so krass wie davor. Ja. Und es wird immer ruhiger, die Spirale wird jetzt nach und nach zu einem steilen Kreis, zu einem flachen Kreis. Und wenn ich merke, okay, die Dynamik ist raus, Hände nach oben, Schirm wieder fliegen lassen. Ich möchte noch vielleicht noch einen ganz kurzen Exkurs auf das Frage von vorher eingehen. Und zwar, da war die eine Frage, macht es Sinn, mit beiden Händen aus der Spirale rauszugehen und den Schirm langsamer zu machen, mit beiden Bremsen, mit innen und der Außenbremse? Der Simon, und es kam auch noch eine andere Antwort, stimmt vollkommen, ja, dass man effektiver ist, immer über die Außenbremse. Oder man merkt, ah, Thema von letzter Woche, innen freigeben, stabile Spirale, außen dazu bremsen. Aber was ganz wichtig ist und was da noch nicht angesprochen worden ist, in der Spirale wirst du es niemals schaffen, einen Schirm abzureißen. Also du kannst an beiden Bremsen, wenn du jetzt merkst, oh, die ist zu schnell und du willst jetzt hier schnell raus, du brauchst nie Angst haben, sofort in den Stall zu gehen, sondern du kannst entweder beiden Bremsen oder eben viel besser, effektiver, nur die Außenbremse kräftig dazu nehmen. Und solange der Schirm vor dir ist, solange der Schirm nach unten spiralt, er in der Abwärtsbewegung ist, Geschwindigkeit hat, kannst du nicht abreißen. Wenn du das schaffst, dann schick mir ein Video. Du wirst es erst dann schaffen, wenn du wieder unterm Schirm bist, ja? Wenn der Anstellwinkel wieder anfängt, sich zu vergrößern. Und in dem Fall, wie bei der Ausleitung auch, wenn du merkst, ah, jetzt ist Geschwindigkeit draußen, jetzt pendle ich vielleicht sogar durch, ja, oder habe sogar zu schnell ausgeleitet, bin wieder vorm Schirm, Hände hoch, Entschuldigung, und wieder nichts tun. Aber in der Spirale selber schaffst du es nie, den Schirm über die Bremsen so viel zu bremsen, dass er abreißt. Und da vielleicht so ein bisschen die Angst rauszunehmen, weil man es eben immer wieder hört und dass man auch in der Spirale nicht zu zaghaft sein kann. Nicht zu kraftvoll sein kann.
Das passt jetzt gerade zu dem Thema. Da hat jemand die Frage gestellt. Der Simon hat ganz wahnsinnig schnell schriftlich geantwortet. Aber Simon, vielleicht magst du es nochmal allen sagen. Die Frage war vom Hans-Georg. Wenn ich in einer sehr steilen Spirale bin, voll auf der Nase, was passiert, wenn ich mich noch mehr reinlege und Innenbremse ziehe? Kann ich da abreißen? Gibt es da eine Grenze oder stehe ich irgendwann einfach an und fertig? Ja, ist eine super Frage. Wenn ich jetzt meinen Gleitschirm eben in der Spirale, ich zeige euch das jetzt mal so, ich gehe in die Spirale hinein und ihr guckt jetzt quasi in den Schirm hinein. Normalerweise habe ich ja links und rechts auf beiden Seiten die Bremse etwas gezogen. Mit dem Körpergewicht bin ich auf der Innenseite. Und wenn ich jetzt außen quasi immer mehr freigebe, immer mehr innen das Körpergewicht reinlege und immer mehr die Innenbremse ziehe, dann ist einerseits mal die Grenze, dass der Schirm voll auf der Nase ist und das Drehzentrum, das sich eigentlich außen befindet vom Schirm und der Gleitschirm außen herum spiralt, das wandert plötzlich durch dieses Ziehen nach innen. Ja, also ich spiral quasi schon in so einer Sat-Rotation. Der Pilot fliegt rückwärts, die Kappe ist so seitlich vorbei. Und jetzt gibt's einerseits die Begrenzung, also dieses Anstehen bei manchen Schirmen, denn die beginnen am Außenflügel, durch das, dass hier keine Bremse mehr da ist, einzuklappen oder auch vorne in der Eintrittskante einzudellen. Und die bleiben dann einfach. Es geht nicht mehr schneller. Die Maximalgeschwindigkeit ist erreicht. Und andere Schirme, die beginnen dann auf der Seite, der Innenseite, nach oben zu wandern beim Horizont. Und dann bin ich in einer Sat-Rotation. Also man kommt tatsächlich, wenn es ein Schirm ist, der das will, der sattwillig ist, der dazu gebaut ist, der nicht diese Begrenzung außen hat, dass er einklappt oder deformiert, komme ich dann eigentlich in den Sat hinein. Man nennt es auch Progressive Sat. Ja, ist natürlich eher die gewaltsame Möglichkeit, hineinzukommen, aber so komme ich in diese sogenannte Sat-Rotation, wo der Schirm vorwärts fliegt, der Pilot rückwärts. Die Fliehkräfte werden geringer, weil die Rotation, der Weg, der Radius ist viel kleiner und auch die Sinkgeschwindigkeit wird geringer, weil der Schirm nicht mehr Richtung Boden zeigt, sondern schon wieder langsam Richtung Horizont. Also irgendwann ist Ende für die Sinkgeschwindigkeit. Was hier wieder auch ganz wichtig ist, egal ob wir das mit der Absicht fliegen wollen oder eben das unbeabsichtigt passiert, lass uns mal ganz, ganz kurz diesen Ausflug machen von vorher. Wir kommen aus der Hang-Loose-Übung, wir wollen anfangen, wir schauen, wo der Landeplatz ist, wie hoch wir sind, wir machen unseren halben Schlag rechts und links. Und ich kann euch nur ermuntern dazu, auch wenn es so simpel und eigentlich so fast schon sich so anhört wie, ja, hallo, glaubst du nicht, dass ich weiß, wo rechts und links ist? Ich würde euch sehr empfehlen, am Anfang innen und außen zu definieren. Das bedeutet, wenn ihr linksrum eine Figur fliegen wollt, die Spirale, den Sat, whatever, dass ihr die linke Hand anschaut und sagt, bevor er loslegt, okay, du bist links innen. Du leitest das ein. Und noch viel, viel wichtiger ist, und du bist rechts außen. Weil wenn wir genau diesen Flugzustand haben, den der Simon gerade beschrieben hat, ja, wir wollen eigentlich gar nicht in so eine steile Spirale links herum hinein, aber sind dann irgendwann drin, dann könnte es sein, dass ihr feststellt, wow, ich weiß gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Vor allem deshalb, weil wenn der Schirm zu sehr jetzt auf den rechten Außenflügel geht, dieses gefühlte Innen, das eigentliche Außen ist. Wer mich jetzt versteht, ist gut, wer mich nicht versteht, ist auch gut. Wichtig ist nur, dass ihr vorher euch überlegt, wo ist denn außen? Wenn ich linksrum spirale, ist rechts außen und außen, die Außenbremse hat die Macht. Und dort ziehe ich nachher an, dass da auch nichts schief geht. Ich reduziere es runter auf einen Satz, der mir ganz wichtig ist. Wenn du anfängst mit Drehbewegungen, definier für dich innen und außen und schau die Hand nochmal an und sag, okay, du bist außen. Okay, du bist innen, dann werdet ihr feststellen, wenn euch irgendwie das ein bisschen schwindelig wird, dann wird der Körper automatisch die Außenbremse aktivieren, weil er weiß, die Außenbremse hat die Macht. Was da zum Beispiel wirklich sehr gut hilft, im Sicherheitstraining am Startplatz und mir sagt jemand, ja, ich spirale jetzt zum ersten Mal, dann sage ich am Startplatz schon, ja, warum willst denn du spiralen, was ist denn innen, was ist denn außen, sich hier
das im Vorfeld schon wieder vorzustellen oder die Hand auch rückmal zu einer Faust zu machen außen, damit da so ein Körpergefühl dafür kommt. Nur, dass man es gleich hat. Dann kommt hier im Chat eine neue Frage. Wie ist das mit dem nochmaligen Nachziehen der Innenhand, nachdem man mit außen abgebremst hat, zum Ausleiten? So habe ich es im Sicherheitstraining gelernt. Okay. Bei der Frage würde ich, ja, ich habe zwei Punkte. Also das erste ist, gehen wir mal jetzt nur auf diese Ausleitung ein, genau. Der Sinn von diesem nochmaligen Innenziehen ist eigentlich ja nur da, dass wenn ich den Gleitschirm von dieser Spiralphase in die Ausleitphase bringe und das Ausleiten bei einem Spiral heißt für mich, ich fliege geradeaus, sondern das Ausleiten beginnt eigentlich dann bei der Spirale, wenn das Sinken gebrochen wird. Ich muss mich ein bisschen drehen, weil sonst habt ihr den Schatten. Wenn das Sinken gebrochen wird, also wenn der Schirm nicht mehr Richtung Boden zeigt, sondern Richtung Horizont, dann bin ich eigentlich in der Ausleitung. Der Schirm sinkt nicht mehr, ich bin eigentlich in einem Kreisen. Und dieses nochmalige Innenziehen sorgt eigentlich nur dafür, dass der Gleitschirm jetzt in dieser Kreisbahn bleibt, nicht mehr Spirale, sondern Ausleitkreisen und nicht eben, was er ja normalerweise machen möchte, in den Geradeausflug übergehen. In diesen steilen Kreisen haben wir noch relativ viel Geschwindigkeit und auch relativ viel Fliehkraft. Also man spürt es immer noch, nur die Bewegungsrichtung ist eben schon eine andere. Da muss ich ihn jetzt halten, denn wenn ich jetzt alles loslassen würde, die Hände hochgeben würde, dann beginnt der Pilot, den Schirm zu überholen, weil der verlangsamt nämlich schneller als wir, weil wir träge sind. Und jetzt passiert genau das, wie auch sonst beim Nicken, wenn ich ganz normal fliege, dass der Pilot eben hier unten durchpendelt und den Schirm zum Steigen zwingt. Und das macht er eben auch in der Kurve. Und was euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, das Ganze bei der Spirale muss eben zu einem richtigen Zeitpunkt passieren, weil vielleicht kennt ihr das vom Thermikfliegen oder probiert das mal aus bei einem leichten Nicken, also wirklich mit einem leichten. Wenn der Schirm hinter euch ist und der Anstellwinkel, die Anstimmung groß ist, dann reagieren die Steuerleinen super schlecht. Wo man das auch gut merken, ist beim Groundhandling, wenn man da die Steuerleinen ziehen, da kann man eigentlich relativ viel reißen, aber diese Wendigkeit, diese Quirligkeit, die wir von der Luft kennen, die haben wir da nicht, weil eben immer der Anstellwinkel groß ist. Und deswegen ist es da so wichtig, ja, den Schirm in dieser Kreisbahn zu lassen, weil sobald er einmal aufrichtet, habe ich eigentlich verloren. Die Ausleitung ist dann für den Schirm entschieden. Er geht jetzt nach oben raus, ist jetzt auch kein Problem. Es schaut nicht nur so schön, schaut nur nicht so schön aus. Aber eigentlich habe ich dann einen kurzen Moment, ja, wo die Steuerleinen eben nicht mehr so effektiv sind. Also das ist eigentlich dieser Grund. Ich will ihn im Kreisen halten. Was dann noch viel einfacher geht, und da wollte ich jetzt noch zu einem weiteren mentalen Training kommen, ist, wann erkenne ich das, wann ich ihn entziehen muss oder welche Möglichkeiten habe ich, den Schirm in diesen Kreisen zu halten, dass er die Spirale nicht nur im Sitzen oder im Simulator trainiert, sondern auch mal im Stehen, ja, und dann wirklich die Spirale läuft. Und zwar ist es wichtig, was er mit euren Schultern macht, weil die sind auch später das Zeichen, wie viel Schräglage habe ich, wie stark bin ich in der Spirale. Also Schräglage ist klar, ne, die Schulter sind auf eine Seite gekippt, aber auch die Spiralphase ist, wenn ich mit der Brust in Richtung Boden kippe, das muss man immer sagen, das Abkippen in die Spirale. Das heißt, ich mache alles gleich mit den Bewegungen, ich lege jetzt da nicht so viel Wert drauf, ja, ich gehe jetzt eher mal auf die Körperhaltung ein. Stefan hat das ja vorher super erklärt, also ich leite die Spirale ein, suche mir schon mal den Blick und die Spirale immer stärker und wenn ich dann beginne abzukippen, der Oberkörper nach unten kippt, gehe ich auch außen eben leicht auf Kontakt. Jetzt habe ich dieses Spiel für schneller und langsamer, aber mein Oberkörper zeigt eben nach unten und das ist super wichtig. Und wenn er jetzt da ein bisschen mehr Radius hat, wie ich gerade in dem Zimmer, dann merkt er auch, wie da euer Blick sich ändert, wie der sich seitlich nach unten bewegt, ja, von vorher seitlich Richtung Horizont, plötzlich seitlich nach unten und auch so ist es dann wirklich beim Spiralen. Und jetzt kommt eben dieser Trick, ja, wenn ich jetzt diese Ausleitung bestimme, den Impuls außen gebe, dann wird sich erstmal nur was an meiner Körperhaltung ändern. Ich werde nicht mehr nach unten spiralen, sondern ich werde in der Kreisbahn sein. Und habe aber trotzdem, wenn er dann später spiralt, immer noch die gleichen Fliehkräfte und die gleiche Geschwindigkeit. Und jetzt muss ich wirklich das wahrnehmen, so, Sinken ist gebrochen, ich bin im Kreisen und jetzt versuche ich dieses Kreisen zu halten. Und wie ich das mache, da gibt es die unterschiedlichen Methoden. Entweder außen wieder freigeben oder dieses nochmalige Ziehen innen, was du beschrieben hast in deiner Frage, oder auch das Körpergewicht wieder nach innen nehmen. Das sind wieder die Instrumente,
die unterschiedlich sind, wo dann jeder seinen eigenen Stil hat, aber die Möglichkeiten, die habe ich jetzt genannt, was es eben gibt, um dem Schirm in dieser Kreisbahn zu halten. Das ist auch der Grund, warum das dir so beigebracht wurde mit der Innenbremse. Also achte da mal bewusst, wann er abkippt, weil dieses Fliehkraft oder dieses Verbinden mit Ausleitung, dass die Fliehkraft abnimmt, die Windgeräusche abnehmen, das passiert nicht sofort, aber was sehr schnell passiert, ist eben dieses Sinken, Brechen. Und das ist dann eigentlich schon die Ausleitung. Im Chat sind jetzt hier noch mehr Fragen. Stefan, magst du vielleicht die beantworten? Das Entscheidende bei der Ausleitung ist, meine ich, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Spirale mit 3G zu fliegen heißt ja, den Schirm in etwa mit der Geschwindigkeit zu fliegen, die er bei dreifachem Gewicht geradeaus hätte. Ja, ich habe noch einen Zusatz zum Simon auch, was aber da auch da dazugehört, ist, was man ganz häufig sieht, was passiert ist, wenn man die Spirale ja einleitet. Ja, das Ganze wird jetzt schnell, der Schirm, dieses Abkippmoment kommt, was Simon gerade gesagt hat. Und wenn man da jetzt die Außenbremse dazu nimmt und mit der Innenbremse unter Umständen vielleicht gar nichts mehr macht, viele Schirme tendieren da dazu, dann sofort zu reagieren und sofort eben dieses Sinken, was jemand gerade gesagt hat, das Sinken zu brechen und sofort wieder auszuleiten. Und das ist der Grund, wenn man jetzt dann nicht sofort wieder ausleiten möchte, sondern weiter spiralen will, ist der Grund, warum man auch eben klar die Außenbremse dazu nimmt, um das Ganze zu dosieren, aber dann innen nochmal nachzieht, um nicht unabsichtlich rauszufallen aus der Spirale. Also dieses in der Spirale im Einleiten nochmal das Nachziehen. Aber das ist eine super Frage, weil genau das zeigt eben, dass es keine Lehrmeinung gibt, sondern dass es einfach viele Möglichkeiten gibt, viele Methoden gibt zu Spiralen. Und das, was für euch funktioniert, das, was funktioniert, hat auch seine Daseinsberechtigung. Was da sicherlich gut dazu passt, zu dem, was jetzt der Stefan und auch der Simon vorher noch gesagt hat, ist, ich möchte euch alle einladen, für die Leute, die schon Spiralen können oder auch die Leute, die schon sehr, sehr gut Spiralen können, probiert doch mal die Übung, die einarmige Spirale. Jetzt nur als Konstrukt, als Idee. Ja? Dass wenn ihr wieder mal beim Fliegen seid, dass ihr sagt, okay, ich übe jetzt mal die einarmige Spirale, ich lasse mal zum Beispiel die linke Steuerleine los, ich lasse den Arm runter. Ich leite jetzt nur ein über meinen Körper und die Innenbremse auf der rechten Seite. Lass den Schirm natürlich nicht auf die Nase. Wir sollten nicht über 12 Meter pro Sekunde gehen, sondern wir sollten immer nur dorthin gehen, wo es losgeht, wo jetzt die Gehbelastung kommt, wo wir bei 10, 11 Meter spiralen. Und jetzt versucht mal nur über Körper neutralisieren und Innenbremse freigeben, wieder nachziehen, miteinander im Wechsel. Dann habt ihr genau diesen Effekt, der vorher angesprochen worden ist, den Schirm nochmal reinführen. Und wenn ihr das dann richtig gut könnt, dann habt ihr erstens, da macht ihr eine neue Erfahrung, wie viel wirklich der Körper auch machen kann, wie viel wirklich die Innenbremse machen kann. Und das gibt dann die schönsten Ausleitungen für später, wenn ihr in sehr steile Spiralen kommt, wo dann die Außenbremse natürlich braucht zum Ausleiten, weil wenn der Schirm auf der Nase liegt, dann ist es wichtig, dass ihr die Außenbremse habt. Aber ich möchte ein bisschen an der Stelle eine Lanze brechen für eine Flugfigur, die absolut unbekannt ist. Und ich nenne es die einseitige Spirale. Da werdet ihr den Benefit kennenlernen von den Dingen, wo vor allem vorher da Simon angesprochen hat. Dann noch als kleinen Add-on, weil es nämlich echt eine super Übung ist. Es geht natürlich auch mit der Außenbremse. Also ich kann die Innenbremse mehr oder weniger stehen lassen, den Schirm in einem gewissen Radius fliegen lassen. Und das Gleiche, was der Ecke gerade beschrieben hat, auch nur mit der Außenbremse noch machen. Natürlich kann ich da nicht so viel spielen, das ist wieder sehr sensibel, das Ganze. Aber geht natürlich auch nur mit der Außenbremse. Also kann da wirklich jedes Instrument isoliert eigentlich trainieren. Super Sache. Jetzt noch da eine Frage im Publikum mit den 3G, dreifache Geschwindigkeit. Wenn ich die Flächenlast ja verdoppelt beim Schirm, dann habe ich ungefähr 40% mehr Vorwärtsgeschwindigkeit. Stimmt zum einen, klar, ich muss versuchen, die Geschwindigkeit eben langsam abzubauen, aber es ist eben auch so, das ist ja mehr eine Kurvenschräglage, die ich da habe. Also die Fahrt an sich nimmt ja nicht zu, sondern es ist ja wirklich durch die Rotation, durch die Fliehkraft
wo ich da Probleme habe und da dann in der Spirale, speziell beim Gleitschirm, aber noch den Radius und ein Pendel. Also ich habe einfach innen, beschreibt die Kappe, sehr wenig Radius, außen sehr viel, sehr langen Weg, sehr großen Kreisumfang. Und dieser Geschwindigkeitsunterschied von den einzelnen Instrumenten ist dann tatsächlich das Problem, die den Schirm eben in solche Steigbewegungen zwingen. Also da haben wir wirklich dieses Systemproblem Gleitschirm und gar nicht mal so, dass wir durch diese G-Kräfte eine andere Geschwindigkeit haben, die man eben abbauen muss, sondern das Problem ist eigentlich der Geschwindigkeitsunterschied Gleitschirmkappe zum Piloten in der Spirale. Genau. Dann noch zum Rausschießen als kleinen Exkurs, also dieses von der Spirale ins Steigen kommen. Grundsätzlich ist es ungefährlich, ja, bei dem Ganzen. Klar kann ich danach einen dynamischen Stall fliegen, den muss ich aber auch wieder aktiv einleiten. Also wenn ich die Hände oben lasse, dann passiert dann erstmal nichts, der stallt den Schirm nicht. Ja, also da brauche ich keine Angst haben. Er fliegt dann einfach wieder nach vorne, er nickt nach vorne und fliegt dann weiter. Wo ich aber aufpassen muss bei diesem Hochsteigen, und deswegen sollte ich das auch nicht irgendwie am Anfang probieren, weil wenn der Schirm zur Gegenseite, also ich bin in einer Rechtsspirale und lasse jetzt den Schirm rausschießen und ich steige zur Gegenseite, dann kann es sein, dass er verhungert und dann tatsächlich Schweinereien dabei passieren. Also das ist nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen, deswegen versuchen wir auch beim Training oder sind auch darin orientiert, dass man die Ausleitung schön macht. Und eine schöne Ausleitung ist für uns eben über eine Kreisbahn harmonisch in den Geradeausflug übergehen. Weil dieses Rausschießen zwar die schnellste Möglichkeit ist und natürlich komme ich auch nicht in meinen eigenen Downwash, der Randwirbel, aber es hat eben Risiken, es kann zu Schweinereien führen. Und ja, das wollen wir euch natürlich immer mit unseren Methoden ersparen. Ja, Simon, somit kann man auch sagen, dass die Ausleitung im Prinzip auch in verschiedene Phasen aufgeteilt werden kann. Also so wie du das vorhin so schön mit dem Laufen, mit dem Schenkel, mit dem Schultern gezeigt hast, sobald dann sich das wieder abhebt, ist die erste Phase, die nächste Phase ist in flachere Kreise zu gehen, bis man letztendlich gerade dann rausfliegt. Genau. Perfekt, zusammengefasst. Gut. Jetzt haben wir im Moment die Fragen zum aktuellen Flugtechnik-Thema Spirale beantwortet. Mag von euch noch jemand was zur Flugtechnik-Spirale sagen, was euch so einfällt? Oder wollt ihr nochmal zurückgehen zu den anderen Fragen? Ich würde gerne noch zwei Sachen anmerken, gerade zu der einen Frage, die der Simon jetzt gerade beantwortet hat, also um das zu bejahen, ja, wenn man nach der Spirale den Schirm rausschießen lässt und dann mit beiden Bremsen bremst, stark bremst, dann kommt man in den Dynamic Stall. Als eine Empfehlung finde ich das super, das auch mal falsch zu machen. Also nicht den Schirm zu stallen, sondern eine Spirale schnell auszuleiten, um schnell rauszukommen und dann natürlich die Hände hochzunehmen, das Steigen abzuwarten und dann danach dieses Schießen, was danach dann kommen wird, mit dem zu lernen, umzugehen. Weil so kann ich den Downwash umgehen. Ja, wenn ich so quasi schlecht in Anführungszeichen ausleite, dass ich halt schnell ausleite, den Schirm steigen lasse. Aber der viel größere Effekt, was ich da mitnehmen kann, ist der, dass ich ein richtig starkes nach vorne nicken anschließend erzeugt. Und das gilt es natürlich dann anschließend, wenn er schon nach vorne wandert, wieder zurück zu bremsen, wieder anzubremsen, um so mit starken Pitch-Bewegungen umgehen zu lernen. Was man nicht erzeugen kann durch einfaches Nicken, ja, wenn ich einfach nur über die Bremsen anfange aufzunicken, werde ich nie so ein starkes Steigen und dann anschließendes Schießen erzeugen können. Aber nach einer Spiralausleitung, nach einer schlechten Spiralausleitung kann ich das eben schon provozieren. Wobei ich würde natürlich sowas auch nicht einfach so mal probieren, sondern sowas ist natürlich klar, dass man das mit Vorkenntnis machen muss. Also man muss schon mal spiralen können, ja, ein Stück weit spiralen können und eine super Vorübung für, wenn man dahin möchte, auch zum Dynamic Stall, ist dann zum Beispiel eine asymmetrische Spirale, dass man merkt, okay, jetzt tauche ich sauber durch, weil das ist wichtig, ja, wenn ich in einen Dynamic Stall gehen will, dass ich da nicht irgendwie seitlich noch viel Seitentrall habe, sondern dass ich möglichst gerade und den Schirm durchtauche. Und ja,
So baut er alles nach und nach aufeinander auf letztendlich. Ja. Und die Spirale ist für ganz, ganz vieles, um das so ein bisschen abzuschließen, ein ganz, ganz, ganz vieles einfach die Basis. Für viele Manöver ist die Basis einfach der Ausgangspunkt. Genau, da kann ich noch ganz kurz einen kleinen Add-on, ja, weil der Stefan das gerade so schön gesagt hat mit der Basis. Ja, neben den ganzen anderen Benefits, die ich davon habe, oder wenn man es jetzt mal so überlegt, beim Gleitschirm habe ich eigentlich nur drei Manöver, die ganze Akrobatik auch ausmachen. Ja, das ist die Steilspirale, das ist der Wingover und das ist der Fullstall. Und alle Manöver sind eigentlich nur Abwandlungen aus dem Ganzen. Und so seht ihr schon, wie das einfach so kleine Grundsteine sind, die das entscheidend machen. Und klar, keiner muss jetzt Akrobatik fliegen, aber wie es der Ecki vorher gesagt hat, die Steilspirale ist einfach super, um sich in die Höhe zu schrauben. Ja, die reine Steuertechnik mit einarmig, mit zweiarmig, ja, nur mit Körpergewicht. Es sind so viele Faktoren, die uns da besser fliegen lassen am Ende. Jawohl, sehr schön. Ich bekomme gerade so den Hinweis, dass wir es vielleicht für heute beenden, weil wir jetzt mit der Flugtechnik auch fertig sind, weil wir die Flugtechnik jetzt mal erklärt haben, so wie es wir bei uns im Sicherheitstraining erklären, wie es der Simon von der Seite auch der Lehrmeinung sagt. Und wir machen ja am Sonntag dann wieder weiter mit euren Fragen. Da ist dann auch, sind dann auch die Fragen wieder dabei, ob man was sagen kann zur Einleitung bei viel Wind, weil diese Frage ist uns schon geschrieben worden. Also wir bleiben dran, wir machen weiter. Die Spirale ist einfach ein bedeutendes Thema. Die Spirale beinhaltet auch im Hintergrund die Ängste des Blackouts, die Ängste von dem, dass man vielleicht in so eine Situation kommt und nicht weiß, wie man wieder rauskommt. Und damit umzugehen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, ist einfach das A und O. Und es macht im Moment auch einfach ganz viel Spaß, diese Zeit mit euch hier zu teilen. Und insofern möchte ich mich jetzt bedanken. Jetzt kommt es zum Schluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Simon, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich bedanken beim Stefan, danke. Und Ecki, vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken hier an dieser Stelle bei allen Sicherheitstrainingsteilnehmern, die sich schon angemeldet haben für unsere Trainings, die im Moment eben verschoben werden, teilweise. Wir warten immer ab, was die aktuelle Situation ist. Aber sobald wir wieder fliegen können, sind wir in den Startlöchern, werden zusätzliche Trainings anbieten und einfach schauen, dass wir alle in die Luft kommen und sehr, sehr viel Spaß wieder haben werden. Dann haben ein paar Leute uns darauf hingewiesen, sie würden uns gern eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen für das, was wir hier machen. Und wir haben hier im Viererteam entschieden, und das finde ich echt stark vom Simon, vom Stefan, Ecki und ich, wir leiten die Flugschule, aber dass sie beide diese Passion fürs Fliegen auch haben, dass wir alle miteinander das teilen und einfach sagen, hey, wir wollen das gerne den Leuten anbieten, die sind daheim, wir machen das gerne. Und natürlich, wenn ihr dann kommt zu uns und mit uns trainiert, dann freuen wir uns umso mehr. Und deswegen lassen wir das so, wie es ist und bedanken uns einfach. Und auch hier immer wieder, da werde ich nicht müde, ich möchte mich auch bei den Menschen bedanken, die helfen, dass unser gesellschaftliches System im Moment aufrechterhalten bleibt. Also vom Müllmann, der hat heute unsere Mülltonne geleert, bis zum Mediziner, die den Leuten helfen, die wirklich krank sind. Wir freuen uns schon heute darauf, wenn wir bald mit euch fliegen dürfen. Und falls jemand irgendwie mentale Unterstützung braucht oder irgendwas, ich arbeite auch als Mentaltrainerin, dann könnt ihr mir auch einfach ein Mail schicken. Vielen, vielen Dank für euer Kommen. Danke euch. Und vielleicht bis Sonntag oder irgendwann. Danke. Ciao. 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 Vielen Dank. Danke.